Guten Morgen. Wir haben Sonntag, 7 Uhr. Andere Leute schlafen aus und ich, ja, ich warte auf meinen Kaffee. Ja, gut. Und ich kann nicht schneiden. Ja, ich sehe aus, wie ich aussehe. Geschwollen. Aber heute Morgen geht's. Ich habe gestern. War eine Freundin zu Besuch und dann haben wir ein Video angeguckt. Lymphdrainage im Gesicht mit Teelöffeln. Vielleicht hat das was gebracht oder so, ich weiß gar nicht. Will ich jetzt mal jeden Morgen oder jeden Tag mal machen. Gucken, ob das was bringt. Jo. Ansonsten haben mir ein paar geschrieben, die wollen mal, dass ich auch sage, was in Ägypten halt lecker ist. Was ich vielleicht jetzt schon vermisse oder ja, das kann ich heute Abend mache ich das mal in Ruhe. Wenn ich in meinem Bett bin, dann hänge ich das hier noch später dran. Ansonsten ist heute, oh Gott, kommt eine Freundin heute Mittag her und wir wollen quasi Frühjahrsputz machen. Nehmen uns heute das Wohnzimmer vor, da wollen wir wirklich rigoros ausmisten. Ja. Und das dann halt so von Zimmer zu Zimmer. Weil es sammelt sich ja doch schon einiges an. Und wer weiß, wie jetzt meine Zukunft dann aussehen wird. Wenn ich ja eh dann jetzt öfter pendel und so, dann kann man die auch schon mal aussortieren. Ja. Ich werde jetzt meinen Kaffee genießen. Und dann sehen wir uns später. Genau. Hier ist ein bisschen Chaos. Weil wir sauber machen, Gardinen waschen gerade. Ja, zeige ich noch einmal das Endergebnis. So, jetzt sieht das hier so aus. Die Leiter, die ja 365 Tage im Jahr hier steht, diese sind in die Ecke gewandert. Dann haben wir rigoros oben aussortiert, weggeschmissen, voll viel. Jetzt muss ich unten nochmal irgendwie gucken. Da liegt gerade mein Laptop, weil ich gleich ins Bett will. Couch wurde neu gemacht, also alles bezogen, also gewaschen und bezogen. Ja. Sieht schon ganz anders aus und ist nochmal mehr Platz hier, weil die Leiter nicht mehr hier in die, mitten im Weg stand quasi und jetzt da hinten in der Ecke. So. Wieder im Bett. Wir haben aber auch schon 9:30 oder so. Und irgendwie ist meine Nase gerade zu. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ja, ich wollte ja noch mal kurz darauf eingehen, was ich in Ägypten halt lecker finde, jetzt so an Essen und so. Weil vorher habe ich ja gesagt, was man halt so vermisst. Es wird dort sehr viel Chicken gegessen, also Hähnchen. Und ich habe dann auch mal gegessen, weil Hähnchen ist so das Grundnahrungsmittel bei denen, glaube ich, an erster Stelle. Chicken, 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 Chicken. Und da gibt es dann ein Chicken Shawarma. Das ist so ein, ja, so eine Rolle, wie so eine Fladenrolle quasi, mit Chicken und Gemüse und so. Und die ist so lecker. Und da gibt es so eine Restaurantkette, die heißt Gut. Und da ist halt die Chicken Shawarma mega lecker. Also am Anfang haben wir das so oft gegessen, irgendwann dann gar nicht mehr. Aber das ist lecker. Dann so frische Säfte sind mega lecker. Also so Mangosaft. Mangos. Oh, Mangos dort essen, das kann man mit hier nicht vergleichen. Die sind so süß und so reif, dass die schon in der Hand so matschig sind. Aber das ist auch lecker. Wirklich lecker. Generell, Obst ist dort echt gut. Jetzt, wo ich ja auch da war, war Erdbeerzeit wieder. Und du kannst diese Erdbeeren mit hier nicht vergleichen. Die sind so süß und so knackig und so lecker. Also generell, das Obst ist dort echt super. Was ich wiederum nicht so gut finde, ist das Gemüse. Also Kartoffeln finde ich katastrophal, habe ich ja schon gesagt. Tomaten und Gurken muss man Glück haben. Zwiebeln sind auch teilweise sehr, sehr komisch. Ja.
Aber halt Obst. Mit Obst kann man da nichts falsch machen. Das ist echt mega lecker. Was mache ich noch dort gerne? Die haben leckere Instant-Cafés. So diese Päckchen, wo halt mit Haselnuss oder was weiß ich und so. Die sind auch echt lecker. Die habe ich auch immer geholt. Nachmittags dann so ein Cappuccino-Kaffee-Gedöns da getrunken. Dann. Auch wenn man jetzt so immer drüber nachdenkt, fällt einem nichts so ein, ne? Aber so generell der Reis ist dort lecker. Was ist denn noch lecker? Ich habe gerade mein Kirschkern gegessen, weil mir so kalt ist. Ach, ich habe mir angewöhnt, aber jetzt nicht in dem Urlaub, sondern schon davor immer, dass ich dort immer Espresso trinke. Espresso Macchiato am liebsten. Aber ist bei mir schon Standard, dass ich Espresso Macchiato trinke. Ja. Habe ich dann hier auch fortgeführt. Schon öfter. Aber ich finde, hier schmeckt das nicht so lecker. Also Espresso können die echt gut dort machen. Und auch diesen türkischen Mokka, den trinke ich auch sehr gerne da. Ja, die beiden Sachen. Was gibt's denn noch? Wie gesagt, Pizza können sie gar nicht machen, das habe ich auch schon erzählt. Fisch. Ja, also wie gesagt, ich habe ja, ne, auch Chicken gegessen. Aber Fisch muss man da halt auch mal essen. Da gibt es so ein Restaurant, was eigentlich so für die Einheimischen ist. Halt nicht auf Touristenbasis aufgebaut. Und da kann man auch mega lecker Fisch essen. Die holen das dann gleich auf der anderen Straßenseite vom Fischmarkt. Und dann wird das halt frisch zubereitet. Weil bietet sich ja an, ne, am Roten Meer. Also, frischer kann man den Fisch da nicht bekommen. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht irgendwie, wenn ich fertig bin mit dem Video oder morgen, dann fallen mir bestimmt wieder Sachen ein. Oder ich muss mir mal Notizen machen und dann nochmal ein separates Video mit all den Dingen, die ich da halt gerne esse oder so. Ja. Habe ich auch schon wieder 4 Minuten umgequatscht. Kann ich schneiden, aber macht ja nichts. Dafür sehen wir uns dann morgen. Bis dann.